Hallihallöchen Leute, ich heiße euch erneut willkommen zurück zu Pokémon Violett, dem wunderschönen Hack von, na wer kann sich schon denken, von Wodka. Richtig, ihr habt es richtig erraten. Und wie ich glaube im letzten Part angekündigt, hat er kurz eine Pause gemacht für ein paar Tagen aufnahmemäßig. Genau, wie ich da beim letzten Mal angekündigt habe, habe ich Mankey und Clenchstein trainiert und das ist wunderschön, sie sind jetzt beide auf Level 12. Und das ist absolut super. Aber bevor ich jetzt weitermache, muss ich mal eine Sache nachschauen, die mir auch gesagt wurde. Ich mach mal nationaler Dex. Und zwar wurde mir auch geschrieben, dass ich doch mal den Pokédex-Eintrag von Tritovac nachschauen soll. Und deswegen werde ich das auch mal machen, ob es einen gibt. Ich bin gespannt. Na, komm schon. Komm schon. Tritovac. Lass mich jetzt nicht. Tatsächlich, Tritovac. Mit der Flosse am Kopf täuscht es vor, ein Hai zu sein. Auf diese Art und Weise verteidigt es sich im offenen Meer gegen Angreifer. Wunderschön, dass sogar daran gedacht wurde. Ich bin begeistert. Bin ich wirklich... Ruf nochmal. Moment mal. Meer? Sogar die Größe. Ach, es ist wunderschön. Seht ihr? Das sind Details. Das gehört zu einem guten Hack dazu. Guter Hack. Ich könnte jetzt auch mal da runter gehen, weil letztes Mal bin ich hier oben. Nein, nicht jetzt da oben weiter entlang. Das muss abgeschlossen werden. Das kann nicht so weitergehen. Das geht einfach nicht. Oh Gott, ich wünsche mir immer noch so sehr die Turbo-Treter. Das wäre wunderschön. Aber man kann nicht alles haben. Gegen dich habe ich, glaube ich, gekämpft. Gegen dich auch. Du warst ein Vogelfänger oder so. Oh, sieh mal! Was ich dort auf dem Boden gefunden habe. Eine merkwürdige Klaue. Willst du sie haben? Natürlich will ich sie haben, die Flinkklaue. Wunderschön. Sie sieht wirklich ziemlich merkwürdig aus, nicht? Du siehst merkwürdig aus. Tut er wirklich. Der ist viel zu klein. Aber die Flinkklaue... Genau, zurück wollte ich machen. Die Flinkklaue werde ich gleich mal... Nein. Nochmal. Die Flinkklaue werde ich jetzt Clenchstein geben, weil Clenchstein eine niedrige Initiative hat und der ein paar Erstschlag-Trefferteile gebrauchen kann. Hallo, du Pfadfinder. Mit Pokébällen habe ich mir ein zweites Pokémon gefangen. Wow. Das klingt unglaublich spannend. Erzähl mir auf jeden Fall mehr davon. John mit einem Staralili. Aber Staralili. du hast keine Chance gegen meinen Steinwurf. Oder? Absolut keine Chance. Ich liebe dich, Clenchstein. Du bist ein sehr schönes, starkes Pokémon. Naja, schön jetzt nicht unbedingt, aber du bist stark. Und das ist doch schon besser, als schön zu sein. Wenn du dir Mark-Pokebälle kaufst, kannst du dir auch neue Pokémon fangen. Ja, nee, echt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hallo, kleines Mädchen. Dort oben ist die Vogelpension von Rick und Nick. Sie leiten außerdem meinen Transportservice. Rick und Nick. Rick und Nick. Ha, okay. Hallo, blöder Mann. Leiden garantiert einen schulischen Erfolg. Nicht unbedingt. Wenn du einfach ein dummer Mensch bist, dann kannst du so viel lernen, wie du willst, aber es bringt nichts. Und hier ist übrigens auch ein Fehler, der angekündigt wurde, dass da eventuell zu dem Bug kommen kann, dass der Hintergrund einfach wüst ist manchmal. Manchmal liegt der Wüsthintergrund, das hat irgendeinen Grund, der weitestgehend, glaube ich, nein, nicht unbekannt, aber keine Ahnung, kann man irgendwie nicht lösen, das Problem, und deswegen Pech gehabt halt manchmal bei einem Wüsthintergrund, ist halt so. Ist aber auch kein Weltuntergang, gibt Schlimmeres. Oh yeah, Mankey, du bist cool. Ich mag Mankey. Habe ich aber, glaube ich, schon erwähnt. Ich glaube, ich Fußkick jetzt ohne nichts weg. Nein, nicht Klammergriff. Ist Klammergriff nicht immer ein Treffer gewesen? Egal. Fußkick! Und bam! Macht eine Menge Schaden. Fußkick macht ja, soweit ich weiß, mehr Schaden, wenn der Gegner ein fieser Fettsack ist. Und Onyx ist ein ziemlich fieser Fettsack, deswegen haut das da ganz schön rein. Hier in dieser Wüstenregion mit wilden Steinschlangen. Oh, und wisst ihr, was ich auch mal erwähnen kann? Ich habe vor kurzem auch mal angefangen, ich glaube, sollte ich auch mal fertig machen. Zwei Sachen. Sogar mit Pokémon zu tun haben. Ich habe mir mal diesen... Genau, Manga nennt man die Scheiße. Diesen Manga von dem Trainer Red durchgelesen und der ist ziemlich cool. Was heißt durchgelesen? Ich glaube, ich bin bei Band oder Kapitel 15 oder so von 40. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool und dann... Ihr müsst euch Pokémon Origins anschauen. Meine Güte, schaut euch Pokémon Origins an. Das gibt's auf YouTube, die ersten drei Folgen. Es ist unglaublich gut. So hätte die Pokémon-Serie sein müssen. Das wäre so geil, wenn die so wäre. Aber jetzt gibt's sie ja. Solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, alles sehr für Erwachsene und sehr viel cooler gemacht und eine Folge ist in Lavandia und die ist ziemlich krass, vor allem ist da Team Rocket auch ganz anders drauf. Die macht da nicht mit, oh, wir klauen ein Pokémon, nein, am Arsch. Die töten einfach die Pokémon, das ist ihnen scheißegal.
Ist auf jeden Fall sehr schön, solltet ihr euch anschauen. Und genau, was auch ziemlich, was ich ziemlich interessant fand, in dem Manga, da gab es ja auch, der ist ja in der Kanto-Region und ihr kennt ja sicher noch diesen Major Bob, den Elektro-Arena-Leiter. Er ist ja eigentlich ein Arena-Leiter, wisst ihr, was er in dem Manga war? Er war ein Verbrecher, der Pokémon verschleppt und verkauft hat. Finde ich unglaublich cool. Und irgendein anderer Arena-Leiter war, glaube ich, einer von Team Rocket. Genau dieser Koga, der Gift-Typ da. Der ist auch so ein Elite-Team Rocket-Typ. Finde ich ziemlich cool, dass das eigentlich alles ganz anders sein sollte, als es dann in dem verweichlichten Anime ist. Und ja, damit es mal geklärt ist und an der... Moment, das muss ich kurz erzählen. An der berüchtigten Stelle in Lavandia mit dem zerschnittenen Arbok war ich natürlich auch. War ziemlich cool. Auch wenn ich die Stelle vorher etwas brutaler fand, ich setze mich jetzt erstmal hin zum Reden. Die Stelle, als dieses Arbok seine Säure gemacht hat und dann fast Glutexo damit verätzt hat, das fand ich krass. Und dann hat er es einfach durchgesäbelt. Auf jeden Fall, Pokémon-Manga solltet ihr anschauen. Ich hatte den online gelesen. Ist, glaube ich, nicht ganz so legal, aber ich kenne mich da nicht aus. Und meine Güte, gibt's den überhaupt auch offiziell zu kaufen? Ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall ist cool. Und schaut euch Pokémon Origins an auf YouTube. Mit Untertitel, aber schaut es euch an. Gut, das wird den Boss freuen. Wir kommen dem Ziel immer näher. Hey, verschwinde, du kleines Balk! Oh, dann gehe ich halt. Lass mich doch in Ruhe. Dafür habe ich mich jetzt extra hingesetzt. Ah, was machst du eigentlich? Ich darf mich also nicht zu dir setzen. Das finde ich sehr gemein von dir. Du bist ein Arschloch. Ich gehe jetzt zu Rick und Nick. Die verstehen mich. Rick und Nick sind super. Rick und Nick. Oh, Maike! Oh, hallo MOP Männlich. Schön, dich hier zu sehen. Du bist ja so männlich. Wo ich gerade herkomme? Nun, ich habe in mein Ohr den Actania errungen. Die netten Leute in dem Haus dort oben betreiben einen Flugservice, mit dem du dorthin gelangen kannst. Du solltest auch mal in Actania vorbeischauen. Wie dem auch sei, anscheinend rasten die Habitats immer noch dort und stehen im Weg. Lass uns die Zeit doch mit einem Kampf vertreiben. Was ist in letzter Zeit los? Ich kann nicht mal richtig reden, ich kann nicht mehr richtig lesen, also ist einfach nur schrecklich. Hallo, Maike. Ein starrer Lilly. Oh, ich glaube, gegen meinen kleinen Stein hat es nicht viele Chancen, würde ich mal spontan behaupten. Denn ich kann den Steinwurf. Ja, Steinwurf haut rein, habe ich doch gesagt. Leg dir nicht mit mir an. Starrer Lilly, du. ein Witz. Also, nee. Wann entwickelt sich Kleinstein eigentlich? Dikopion. Das war das Pflanzenviech, glaube ich, deswegen Glumanda. Genau, Kleinstein entwickelt sich, glaube ich, auf Level 21 ungefähr. Es war, glaube ich, nicht auf 18, es war schon ein bisschen später. Was bist denn du? Du brennst jetzt! Komm mir nicht mit deiner seltsamen Gestalt. Ach du Scheiße, ist Level 16? Meine Güte, Schwierigkeitsgrad zieht an. Ich bin zum ersten Mal nicht vergiftet worden. Ich bin so stolz auf dich, Glumanda. Ich bin so stolz auf dich. Schrankenhieb. Keine Chance gegen mein Glumanda. Noch ein Trank. Wirklich. Wirklich, musstest du den Kampf jetzt noch so hinauszögern? Das ändert doch nichts. Du hast verloren. Noch ein Treffer und du bist kaputt. Aber du kannst mich noch einmal... Nee, kannst du nicht. Ich bin schneller als du. Dikiopion. Was bist denn du? Und Level Up. Juhu! Oh, und bald bekommen wir ein schönes, schönes, starkes, episches Glutexo. Schon wieder verloren. Du bist einfach zu männlich. Oh yeah. Das war eine grandiose Leistung. Nur scheinen die Habitats immer noch da zu sein. Ich denke, ich werde einfach mal wieder zurück nach Route 2 gehen und mir ein paar Pokémon fangen. Gut, was dich anbelangt. Schau doch mal in Actania vorbei und hol dir deinen ersten Ort ab. Wir sehen uns dort, MOP Männlich. Okay. Oh, fast hätte ich jetzt vergessen. Briggs hat mir ein Geschenk für dich gegeben. Nimm es schon. Die Turbotreter endlich. Ich habe so lange drauf gewartet. Das sind die Turbotreter. Das sind Turbotreter. Ach nee. Wenn du jetzt beim Laufen die B-Taste gedrückt hältst, bist du um einiges schneller als sonst. Ein derartiges Equipment ist Pflicht für einen guten Trainer. In diesem Sinne sehen wir uns, MOP Männlich. Und nächstes Mal werde ich gewinnen. Nee. Hallo, Habitak. Habitak. Auch sehr schön mit dem Avatar. Und ich gehe zu Rick und Nick. Rick und Nick. Hallo Trainer, mein Name ist Rick. Ich und mein Bruder Nick betreiben einen Flugservice. Wir bringen dich von hier nach Actania und wieder zurück für den Preis von 59 Poké-Dollar. Willst du unseren Service in Anspruch nehmen? Auf jeden Fall.
MOP bezahlt 150. Okay, dankeschön. Komm bitte mit. Mein Staraptor wird dich jetzt nach Actania fliegen. Das ging schnell. Was liegt denn da rum? Ein Felsen. Und es regnet. Turbotreter Neo. Hallo, alter Mann. Es tut mir leid, aber dieses Haus wird von einem bösen Geist heimgesucht. Und ich kann dir den Eintritt leider nicht erlauben. Böser Geist. So, so. Na gut, dann lasse ich das mal lieber. Der ist die Treppe hochgeschwebt. Ein Besucher hier in Actania. Der zweite in dieser Woche. So viele hatten wir nicht mehr seit diesem Unglück vor 10 Jahren, das diese Stadt völlig zerstört hat. Wie dem auch sei, was ist der Grund deiner Anwesenheit? Willst du die Arena meistern, Jungspund? Ja, das ist mein Wunsch. Na dann, mein Name ist Lester. Und ich bin der Arenaleiter dieser, nennen wir es mal, Stadt. Eigentlich wollte ich gerade mit Nick reden und weiter am eingestürzten Tunnel in Meriana City arbeiten. Aber das kann sicher warten. Komm einfach zur Höhle, die Arena ist dort, da die alte damals völlig zerstört wurde. Wir sehen uns. Und in den 10 Jahren hat keiner sich mal gedacht, hey, bauen wir das ganz mal neu auf, ne? Arena ist jetzt in der Höhle. Nachdem dieser Dämon mein Haus zerstört hatte, bin ich nach Cascada gezogen. Der Tunnel, den Lester für uns Bewohner gegraben hatte, erwies sich als sehr nützlich. Scheint ja nicht der Kerl zu sein, Lester. Actania! Die Stadt, wo die Sonne immer scheint. Der Text ist durchgestrichen. Oh, das macht mich traurig. Hallo, alter Mann. Actania war jetzt eine sehr schöne Stadt am Strand. Jedes Jahr hatten wir tausende Besucher hier. Aber dann kam der schwarze Nebel und hat den ganzen Strand vernebelt. Und die Stadt verdunkelt. Der schwarze Nebel hat den Strand vernebelt. Ich finde das schön. Das ist so... Es ist so logisch. Ach ja. Und was ich mit diesen Ninjask oder den Kader mache, weiß ich immer noch nicht. Muss ich mal überlegen. Shanera, Shanera. Hallo, Shanera. Also mit dem Kollegen hier bin ich mir unsicher. Ja, die bewegen sich. Ah, die bewegen sich nicht richtig. Die hüpfen nur. Das ist aber nicht so dolle. Na gut, dann würde ich mal sagen, wir begeben uns zur Arena. Ich würde mal ganz spontan behaupten, dass es eine Geisterarena ist. Würde Sinn machen, oder, alter Mann? In dieser Stadt lebt niemand mehr, außer Lester und den alten Leuten, die hier überall rumhängen. Dem Arenaleiter. Seit diesem Unglück vor 10 Jahren ist hier alles bla bla bla. Ist mir schon klar, es ist mir durchaus vertraut. Liegt da was? Nö, aber da. Auch nicht, schade. Ich wollte Secrets. Secrets, Secrets, was bist du denn unten, Hallöchen? In dieser Höhle ist der heilige Tempel von Actania. Nur geweihte Golempriester haben hier Zutritt. Was ist ein Golempriester? Ich habe keine Ahnung. Yeah, Arena. Hallo, sieht aus, als hättest du das Zeug zu einem Pokémon-Champion. Ich bin kein Trainer, aber ich kann dir ein paar Tipps geben. Nein, ich will keine Tipps. Tipp ist kostenlos, lass uns anfangen. Du Arschloch. Das Pokémon an der Spitze... Willst du mich verarschen? Bla, 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 okay. Hallo, du Pfadfinder. Lester ist ein Top-Trainer. Nicht jeder dahergelaufene Trottel darf ihn herausfordern. Ich bin kein dahergelaufener Trottel. Bin ich wirklich nicht. Ach ja, und wisst ihr, was in dem Manga von Pokémon auch wesentlich mehr Sinn gemacht hat als in der Serie? In der Arena. Das war nicht einfach nur eine Arena, wo ein Typ die ganze Zeit rumsteht. Es waren halt so riesige Events, bei denen man dann, keine Ahnung, einmal pro Woche dann den Arenaleiter herausfordern kann mit richtig vielen Zuschauern und so. Deswegen musste man da erst sich durch ein K.O.-System hochkämpfen, damit man gegen den Arenaleiter kämpfen kann. Das macht auch Sinn, warum da immer die Trainer vor dem Arenaleiter in der Arena stehen. Diejenigen, die wissen, was ich meine, die verstehen es und die anderen eher nicht. Ja, hätten wir das doch auch mal geklärt. Wieso habe ich jetzt Menki eingesetzt? Ich dachte, mein Gegner wäre ein Kleinstein. Verdammt! Ich hätte besser nachdenken sollen, aber egal. Ich würde mal sagen, mit meinem Tritovac ist der Typ kein Problem für mich. Also der und der Arenaleiter auch nicht. Alle gehen kaputt. Karateschlag. Okay, das macht nicht so doll viel Schaden. Oh, wirklich, Verteidigung erhöhen. Karateschlag hat hohe Volltrefferquote. Wir wissen noch, wie es alles ausgehen wird. Volltreffer und du bist tot. Aber na gut, erhöhe die Verteidigung weiter. Ich habe Zeit. Ich kann warten. Jetzt reicht's aber langsam. Jetzt will ich dich langsam kaputt kriegen. Komm schon, Volltreffer. Ah, nee, nicht mal fast. Und Sand, ein Igel und sein Wirbel. Willst du mich verarschen, Sandan? Volltreffer. Ein Igler. Gott, bist du ein nerviges Pokémon. Ich hasse dich jetzt schon. Und ich kenne dich nicht mal. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Außer Sandan. Ich weiß deinen Vornamen nicht oder deinen Nachnamen.
Ich weiß doch nicht, ob du Geschwister hast. Wo wohnst du? Ich weiß nichts über dich, Sandan, aber du nervst mich. Komm schon, Volltreff. Ich könnte auch zu Tritovac wechseln, aber nein, das will ich jetzt mit Menki zu Ende bringen. Na gut, wir haben Zeit, Sandan. Ist okay, ich kann auch meinen Volltreffer warten. Der jetzt hoffentlich dann auch demnächst mal auftaucht. Okay, wenn ich jetzt nächste Runde nicht treffe, dann wechsle ich auch zu Tritovac und dann mache ich einen Aquaknall und dann ist es Sandan einfach kaputt. Also, so nicht. Nee. Nein, Sandan, so geht das nicht. Kannst du überhaupt angreifen oder bist du nur da, um zu nerven? Finde ich jetzt auch nicht so toll. Wenn du einfach nur so ein nerviges irgendwas bist. Finde ich echt nicht cool. Nicht kratzern. Jetzt greift er auf einmal an. Ach, egal. Aquaknarre und tot. Blaub, blaub, blaub. Yay. Was für ein schwerer Kampf. Man kann sie auch unnötig hinauszögern. So wie ich. Und drei Leute bekommen Erfahrungspunkte. Wunderschön. Menki, auch ein Level up. Hooray. Ich bin schon fast begeistert. Camper Georg ist besiegt. Na gut, Leute, ich würde sagen, was der Arena-Alter zu bieten hat, das erfahren wir im nächsten Part. Dann räusper ich mich kurz und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Oder übermorgen, wenn ich vergesse, es hochzuladen. Ciao.